Sie meinen das Wort Prinzenproklamation. Ich spreche sowas gerne aus. Ganz. Ich habe ja letztes Jahr den Ohrenorden von der Kölner Bürgergesellschaft überreicht bekommen und insofern war das, habe ich mich über diese Einladung nochmal gefreut. Ah, ich habe Schmetterlinge im Bauch, irgendwo total nervös. Nach 2 Jahren Studioveranstaltung, jetzt wieder vor Publikum live und mit Fernsehen und allem Pipapo, das ist schon was Besonderes. Also der erste Eindruck ist, glaube ich, dass sich alle auf Karneval freuen, dass es nach 2 Jahren Pandemiezeit jetzt auch ein Anlass ist, wieder natürlich das Dreigestirn ins Amt zu berufen und sich, glaube ich, alle auf die nächsten Tage und Wochen freuen. Das merkt man hier richtig. Ja, ich bin immer ein bisschen aufgeregt, vor allen Dingen, weil es für mich ja ungewöhnlich ist, Kölsch zu sprechen. Ich spreche ja mehr Englisch als Kölsch. Und ich habe es zwar von meinem Großvater gelernt, sonst hätte der mich gar nicht verstanden, aber ich bin eben nicht besonders geübt und deswegen muss ich mir eben besonders große Mühe geben, nicht zu viele Worte dann doch in Hochdeutsch zu sagen. Was ist das für ein Gefühl? Das weiß ich noch nicht, weil ich ja noch im Vorraum der Hölle bin hier, aber ich freue mich drauf. Also es ist halt tiefes Einatmen Kölner Kultur, glaube ich. Ich habe also jetzt von Herrn Kuckelkorn ein bisschen was gelernt, mit einer kleinen Einführung bekommen. Und dass das hier so der große Beginn, der offizielle Beginn ist, wo nicht alle sich verkleiden müssen. Also Gott sei Dank Sie nicht und ich auch nicht. Das ist immer was Besonderes, vor allen Dingen nach diesen schlimmen Zeiten, die wir hinter uns haben, wo man ja irgendwie vereinsamt zu Hause saß und das alles nur so am Rande irgendwie stattfand. Und es ist wunderschön, dass wir jetzt wieder beieinander sein können. Und ich hoffe, dass ich jetzt, wo ich sehr vorsichtig war und auch wieder drehen muss demnächst, mir nicht von den 1300 begeisterten Menschen noch Corona wieder mit nach Hause nehme.